Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und wie ihr bereits sehen könnt, haben wir in ein Board investiert, beziehungsweise die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen das bereits, wo wir euch in nächster Zeit Grafiken und andere Dinge zum Thema Reselling näher bringen, zeigen werden und das auch in den Videos dann vorstellen werden auf diesem Board hier hinter mir. Ja, und was soll es jetzt in diesem Video gehen? Wir waren am Wochenende wieder am Flohmarkt unterwegs. Dort gab es einige Dinge zu holen, beziehungsweise es war nicht sehr viel los. Über das wollen wir kurz sprechen. Dann zeige ich euch im Anschluss, wie ihr bei eBay sehr, sehr gute Deals machen könnt. Da gibt es ein paar praktische Tipps von mir, also die ich euch noch nicht preisgegeben habe bis jetzt, wo ihr sehr, sehr gute Deals damit machen könnt, beziehungsweise auch ein paar Tools. Wie gesagt, das stelle ich euch alles in diesem Video vor und anschließend sprechen wir noch kurz über die Vorweihnachtszeit bzw. über die Sales von November bis Dezember. Dort wird der meiste Umsatz auf eBay generiert, deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir jetzt heute noch sprechen am Ende des Videos. Sehr, sehr wichtig, also bleibt bis zum Ende dran. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Video, meine Freunde. Wir sehen uns, bis gleich. Ich bin gerade beim Flohmarkt schon angekommen und heute ist extrem kaltes Wetter in Österreich. Wir haben irgendwie so 4-5 Grad und deswegen sind auch sehr, sehr wenig Aussteller hier. Ich hab schon gesehen. Ich hoffe, wir finden trotzdem was. Könnte auch ein Vorteil für uns sein, denn es sind auch nicht viele Leute hier, also die guten Waren könnten noch da sein. Wir werden es gleich sehen. Ich starte jetzt direkt mal los, nehme euch natürlich mit und zeige euch die Waren wie immer im Video, was wir kaufen konnten, wieso wir es gekauft haben. Gebt ein paar kleine Tipps wie immer mit. Jo, meine Reseller, wie ich bereits im Auto gesagt habe, war nicht viel los. Ja, wegen den Temperaturen, denke ich mal. Es hatte nur so 4 Grad in Österreich am Wochenende. Es waren fast keine Aussteller da. Es hat auch immer leicht geregnet. Ich bin trotzdem losgefahren und habe mein Glück versucht, beziehungsweise wir sind trotzdem losgefahren. Ein Kollege war auch noch dabei. Und ja, haben uns durchgekämpft sozusagen. Bei einem von 3 Flohmärkten gab es gar nichts zu holen. Bei 2 konnten wir ein paar gute Dinge machen. Ich stelle euch das ganz kurz vor. Wie gesagt, man muss immer das Beste draus machen. Wir waren halt schon dort, also ging es auch los für uns. Deswegen, da gab es gar keine Ausrede, jetzt fahren wir nach Hause oder nein. Wir sind reingegangen und wir sind auch belohnt worden sozusagen. Wir haben ein paar gute Deals gemacht und wie gesagt, ich stelle es ganz kurz vor. Hier haben wir so einen Nintendo DS bekommen in einem fast neuwertigen Zustand. Plus 12 Spiele und Zubehör, also Ladekabel war auch noch dabei. Und ein extra Stift war noch dabei, also ein Reservestift und 12 Spiele für 35 Euro. Also so ein DS in diesem Zustand, der hat überhaupt keine Abnutzungen. Auch das Scharnier hier überhaupt nicht abgenutzt wie neu. Der wird ungefähr schon um 35 bei eBay gehandelt. Also mit dem haben wir schon den ganzen Einkauf sozusagen herin. Und dann sind auch noch die 12 Spiele dabei. Ich stelle die euch jetzt im Schnelldurchlauf kurz vor. Formel 1 von 2002 wird ungefähr so um 12 Euro bei eBay schon verkauft, ist schon verkauft worden und wird dort gehandelt. Dann ja, ein paar so Random Games zwischen ja, 4 und 8 Euro sind die wert. Dann Poker Stars, dann Bionicle, da gab es mal früher, falls ihr die noch kennt, so Lego Figuren. Wenn man da jetzt noch eine Originalverpackte hat, sind die auch schon einiges wert. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die Bionicle gekannt hattet, beziehungsweise ob ihr damit gespielt habt. Ich habe als Kind immer damit gespielt. Dann Rayman Advanced, auch nicht schlechtes Game. Dann Arcade Classic, das ist sogar eine Collector's Edition. Die ist auch ein bisschen was wert, so zwischen 15 und 20 Euro, könnt ihr nachschauen auf eBay. Dann Yu-Gi-Oh! World Championship habe ich hier noch. Was haben wir dann noch? Ja, so ein Skateboard Game, Drivers 2. Dann MotoGP, dann Need for Speed Undercover, auch nicht schlecht, so ein 10er wert und Tetris World, genauso 10 Euro wert. Also da haben wir einen guten Deal gemacht, wie gesagt, wir haben für alles zusammen mit Ladegerät, mit dem neuwertigen Nintendo DS und den 12 Spielen 35 bezahlt. Richtig guter Deal, will ich sagen, ich habe mich echt gefreut, wie ich das gesehen habe, beziehungsweise wie ich den gefunden habe. Mich hat es gewundert, dass da noch kein anderer zugeschlagen hat. Wie gesagt, das war halt der Vorteil, weil es eiskalt war und kein Mensch war hier unterwegs. Ja, kommen wir direkt zu den nächsten Deals. Jo, beim nächsten Flohmarkt gab es auch noch ein paar Waren für uns. Nicht recht viel, wie gesagt, aber ein paar Waren definitiv. Mario Kart für Wii in einer, ja, wie soll ich sagen, in einer defekten Verpackung. Die Verpackung ist irgendwie aufgerissen. Bringt uns nicht recht viel, aber die CD ist fast wie neu. Und die haben wir natürlich mitgenommen. Und da gehen jetzt Grüße an den Matthias raus, weil der hat mir, nachdem ich das bei Instagram gepostet habe, dass die Verpackung nicht so nice ist, hat mir geschrieben, er hat noch eine Originalverpackung von Mario Kart Wii mit Beschreibung und die schickt er mir dann durch. Vielen Dank, Matthias, falls du das Video siehst. Sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Dann gab es noch Mario Sports Mix für uns. Das war alles in einem Bundle mit der Wii zusammen. Die zeige ich euch dann auch gleich. Dann Mario Galaxy 2
und WePlay war auch noch dabei. Das sind alles mit, also mit Beschreibung, richtig guter Zustand. Und hier die Wii leider ohne Controller und ohne Stromkabel oder ähnliches, also überhaupt kein Zubehör. Aber trotzdem, wir haben für das Ganze zusammen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so 25 Euro bezahlt. Ist ein super Deal, das Mario Kart Wii mit der Verpackung von Matthias ist jetzt schon die 25 wert, der Rest ist sozusagen geschenkt. Also auch dieser Deal ist nicht ganz so schlecht gelaufen für uns. Jetzt kommen wir direkt zu den letzten zwei Deals, die wir gemacht haben. Die haben wir eigentlich beim Rausgehen schon gemacht, die haben wir noch gesehen ganz kurz. Das ist so eine Lego Star Wars Figur. Und eine Jurassic World Figur, für beide haben wir 5 Euro, also zusammen insgesamt 5 Euro bezahlt. Und die Figur ist schon auf eBay so um 15 bis 20 verkauft worden und die zwischen 5 und 7. Also da haben wir auch noch einen guten Deal gemacht, ungefähr das Vierfache vom Preis. Die sind original verpackt und noch in sehr, sehr gutem Zustand. Also richtig coole Deals waren das wieder. So meine Reseller, jetzt kommen wir direkt zu einem eBay-Teil in diesem Video, weil ich mir gedacht habe, ja manche von euch, da gibt es keine Indoor-Flohmärkte, beziehungsweise die Flohmärkte hören ja jetzt schon langsam auf, wenn dann Schnee fällt, wenn es nass draußen ist, dann kann man beispielsweise Lego überhaupt nicht mehr verkaufen, weil sich der Karton aufweicht, auch Karten, das ist alles sehr, sehr problematisch. Bei uns gibt es zwar Indoor-Flohmärkte, aber für ein paar von euch, da gibt es einfach keine Indoor-Flohmärkte und deswegen gebe ich jetzt euch noch einen kleinen Tipp mit, den ich noch nie preisgegeben habe, beziehungsweise die Tipps habe ich noch nie preisgegeben, die wenden aber wir laufend an, wie ihr noch sehr, sehr günstig an Waren kommen könnt, nämlich mit eBay-Auktionen. Hört sich jetzt sehr, sehr easy an, aber da gibt es sehr, sehr viele Tipps und Tricks, die man beachten muss, um günstig an Waren zu kommen, um sehr, sehr günstig sogar an Waren zu kommen. Und diese stelle ich euch jetzt nacheinander vor. Der erste Tipp, den ich euch mitgeben will, damit ihr bei eBay-Auktionen echt gute Schnäppchen ergattern könnt, sind die Zeiten. Also manche, die sind zum Beispiel Samstag um 22, 23 Uhr stellen die ihre Artikel zum Verkauf ein, weil sie einfach Zeit haben oder sie sind gerade zu Hause und schauen nebenbei Fernsehen und stellen da die Artikel für 10 Tage ein. Die laufen aber dann irgendwie Dienstag, Mittwoch unter der Woche um 23 Uhr oder 0 Uhr aus und da haben wir die Chance zuzuschlagen. Also das ist der erste Tipp. Schaut, sucht euch solche Auktionen, wo die ungünstig eingestellt wurden, die irgendwo ablaufen, wo sehr, sehr wenig Leute bei eBay Online sind. Ich habe mir das hier notiert, welche Zeiten wir da immer verwenden. Also morgens unter der Woche zwischen 8 und 11 Uhr sind sehr, sehr gute Zeiten. Die meisten sind da in der Arbeit. Auch ihr seid da, denke ich mal, in der Arbeit. Ihr könnt euch ja trotzdem auf der eBay-App irgendwie einen Marker setzen und dann dort kurz mitbieten und so sehr, sehr gute Deals euch sichern. Dann Samstag und Sonntag zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr. Die meisten sind ja am Wochenende feiern. Ein paar auf jeden Fall sind feiern und die meisten schlafen am Wochenende aus. Wenn ihr das für euch nutzen könnt, könnt ihr auch so Auktionen, die genau in diesem Zeitpunkt ablaufen, sehr, sehr gut abgreifen und richtig, richtig gute Deals machen. Und zwischen Sonntag und Donnerstag zwischen 1 Uhr morgens und 6 Uhr. Okay, ihr denkt euch sicher, okay, ich muss am nächsten Tag arbeiten. Sehr, sehr schwierig, dort irgendwie mitzubieten. Ja, wie ich das früher gemacht habe, ich habe mir einfach die eBay-App aufs Handy geladen, habe mir dann die Auktion rausgesucht und habe mir einfach um 3 Uhr morgens, wenn die Auktion irgendwie abgelaufen ist, einen Wecker gestellt, habe dann direkt mitgeboten den letzten paar Sekunden und konnte dann 5 Minuten später wieder weiterschlafen und so richtig gute Deals abgegriffen und ja, wie gesagt, ihr schläft definitiv besser, wenn ihr da ein paar hundert Euro Deals gemacht habt, die ihr ums Dreifache verkaufen könnt. Also wie gesagt, die Zeiten blende ich euch jetzt ein, wo ihr da die Auktionen suchen sollt, beziehungsweise bei welchen Auktionen ihr dann auch mitbieten solltet, um richtig gute Deals zu bekommen. Der zweite Tipp, den ich euch zur Auktion mitgeben will, ist, bietet niemals zu früh. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Ich denke mir immer bei manchen Leuten, die bieten da schon. Die Auktion geht noch 6 Tage und die bieten da schon rauf und treiben den Preis rauf. Bietet nur die letzten 5 Sekunden. Das birgt einige Vorteile. Erstens mal könnt ihr euren vorher eingeschätzten Preis, den ihr für euch festgelegt habt, dann nicht mehr irgendwie umändern, weil ihr denkt, okay, ich will den Artikel doch. Also ihr könnt nie zu viel bezahlen. Zweitens gibt es fast keine Option mehr, euch zu überbieten, wenn ihr da 5 Sekunden vorher bietet. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ja, wie gesagt, ihr treibt den Preis nicht unnötig in die Höhe. Also zweiter Tipp, bietet nur die letzten 5 Sekunden der Auktion und nicht irgendwie 10 Minuten vorher oder auch keine 5 Minuten oder auch keine 1 Minute vorher. Denn da treibt ihr den Preis selbst nach oben und schießt euch sozusagen selbst ins Knie und ins Aus. Also das könnt ihr vergessen. 5 Sekunden vor der Auktion, vor Auktionsende, bietet und das war's. Tipp Nummer 3, legt euch definitiv einen Höchstpreis fest. Recherchiert, was ist die Ware wert, schaut bei Geizhals nach, vergleicht, wie ihr das schon gelernt habt und dann setzt euch für die Auktion für diesen Artikel einen Höchstpreis, ich sag mal 30 Euro und den gebt ihr dann 5 Sekunden vor Auktionsende, wie im vorigen Tipp erwähnt, ein.
Und wenn jetzt einer zum Beispiel nur 15 Euro bietet, der zweite, der dabei ist, beispielsweise, dann müsst ihr nicht die 30 bezahlen, sondern meistens nur 50 Cent mehr, also 15,50 Euro sozusagen. Also keine Sorge, dann könnt ihr dann eingeben euren Maximalpreis 5 Sekunden vor Auktionsende. Wenn ihr dann überboten werdet, auch kein Problem, es war euer Maximalpreis, ihr macht nur so Gewinn und habt euch das gut ausgerechnet. Und wie gesagt, Tipp Nummer 3, setzt euch unbedingt bzw. berechnet euch den Maximalpreis, den ihr für das Produkt zahlen wollt, um noch Gewinn zu erzielen im Wiederverkauf. Und Tipp Nummer 4, den weiß, denke ich mal, fast keiner von euch, ich gebe es euch trotzdem jetzt preis, nutzt Tippfehler aus. Manche verschreiben sich bei dem Titel bzw. nutzen falsche Kategorien und verschreiben sich, also das ist das Beste, und so findet man den Artikel nicht, also so finden die anderen den Artikel nicht. Und ihr fragt euch jetzt sicher, okay, wie finde ich dann den Artikel? Da gibt es eine Seite, die heißt, ich habe es mir hier notiert, Bay Search, und die sucht für euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Nintendo Game Boy eingibt bei Bay Search, dann sucht die für euch Artikel, die einen Rechtschreibfehler drin haben auf eBay, oder auch Auktionen, die einen Rechtschreibfehler drin haben, und die könnt ihr dann anklicken und dort dann auch mitbieten. Und die werden halt in der Suchleiste bzw. von anderen Usern, die BaySearch nicht nutzen, nicht gefunden. Und deswegen gibt es da weniger Konkurrenz. Das bedeutet, wir können dort noch bessere Deals abgreifen. Wie gesagt, BaySearch heißt die Seite. Ich habe es euch in der Infobox verlinkt. Die ist gratis. Schaut da vorbei. Macht da ein paar gute Deals. Und ja, wie gesagt, Tipp Nummer 4, nutzt Tippfehler der Verkäufer aus. Zusammengefasst, wenn es bei euch keine Indoor-Flohmärkte gibt, konnte ich euch vielleicht mit dieser Option wieder Waren beschaffen bzw. wieder einen Denkanstoß geben, wo ihr eventuell Waren herbekommen könnt. Nutzt die günstigen Zeiten aus, bietet niemals zu früh, legt euch einen Festpreis fest sozusagen und nutzt natürlich die Tippfehler der Verkäufer aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit den Tipps ein bisschen weiterhelfen und euch einen kleinen Denkanstoß geben, wo ihr wieder günstig an Waren kommen könnt. Zu guter Letzt in diesem Video sprechen wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das Weihnachtsgeschäft. Meine Freunde, es fragen mich schon sehr, sehr viele Leute, soll ich jetzt die Waren schon einstellen, soll ich noch warten bis Mitte Dezember? Ich sag's euch gleich, stellt so viel Waren ein, wie nur irgendwie möglich, jetzt in dieser Zeit. Ihr könnt sogar jetzt in die Läden rausgehen, noch Waren kaufen und die gleich einstellen. Glaubt mir, zu Weihnachten, wie schon im Intro erwähnt, sind die meisten Umsätze, generiert man die meisten Umsätze, die meisten Verkäufe. Das Geschäft hier ist am allerbesten für uns Reseller. Ihr macht das meiste Geld zu Weihnachten. Wir machen das meiste Geld zu Weihnachten. Also listet, listet, listet. Kauft noch Waren an. Jetzt ist noch bald genug. In 10 bis 14 Tagen wird schon sehr, sehr kritisch werden. Dann haben wir schon Mitte November. Manche kaufen schon Mitte November die Weihnachtssachen ein. Aber wie gesagt, stellt alles ein, was ihr habt. Schaut, dass ihr noch irgendwo günstig an Sales rankommt, damit ihr gut ausgerüstet seid für das Weihnachtsgeschäft. Das wollte ich euch noch kurz zum Ende dieses Video mitgeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wie gesagt, solltet ihr immer Fragen haben, schreibt mir bitte auf Instagram. Ich versuche jede Frage per Sprachnachricht zu beantworten, das wisst ihr. Es dauert jetzt halt immer schon ein bisschen länger, denn so 200 Fragen am Tag, die sind halt schwer zu beantworten an einem Tag für mich. Ich mache ja noch, ich habe noch die Firma, wie gesagt, das wisst ihr doch alles. Und ja, seid mir da nicht böse, wenn ich ein bisschen länger brauche. Solltet ihr diskutieren wollen, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Dort sind massiv viele Reseller schon am Start. Über 1500 Leute sind wir schon in der Gruppe. Dort werden auch Deals gepostet, Rabattaktionen gepostet, alles Mögliche. Schaut da rein, tretet der Gruppe bei, ist natürlich kostenlos. Wir nehmen da jeden an. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dort sehe. Ja, meine Reseller, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und lasst mir bitte einen Kommentar da. Da macht es für mich auch viel, viel mehr Spaß. Folgt mir auf Instagram, um auch ein paar Stories nicht zu verpassen, wo ich live unterwegs bin. Dort dokumentiere ich sozusagen ein bisschen mein Leben mit. Das ganze Reselling-Leben, echt spannendes Thema. Und ja, meine Reseller, ich wünsche euch einen angenehmen Dienstagabend. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer René.